Cockpit, dass da drei Flügel sind. Drei Flügel. Gut. Sag Hi von mir zu Scorpion. Ja, habe ich ausgerichtet, aber Kopfhörer sind schon drin. Das hat eher für Verwirrung gesorgt gerade. Sag ich gleich nochmal. So, also, wir sehen Small Battlefield und tatsächlich One Winged Angel gegen Two Winged Fallen Angel. Keine Ahnung, was Dark Pit ist, ehrlich gesagt. Kein Plan, ich habe nie einen Kirtigaros gespielt. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr gerne in den Chat schreiben, was Dark Pit überhaupt sein soll. Pits Bruder, Pits Zwillingsbruder, Pits böse Version oder wenn du eine Edgelord-Version. Ich habe keinen Plan. Bei Final Fantasy weiß ich auch nicht sehr viel mehr, aber ein bisschen. Also so was die Lore angeht und so, obwohl ich nicht bisher, glaube ich, nur ein Final Fantasy 2 gespielt habe. Was waren das? Crystal Chronicles? Ich glaube, das habe ich gespielt und 14. Die waren schon ziemlich cool. Jetzt im Moment ist es noch even. Aber wir wissen natürlich, dass... Und es ist auch schon draußen, der Flügel. Also die Comeback-Mechanik von Sephiroth kann natürlich immer sehr viel noch ändern. Und... Oh, schön abgefangen, ja. Gut getimed. Das ist der erste Kill. Einfach mit zwei Sprüngen in der Luft und der Up-B kann man da schon sehr viel covern auch. Ah, okay, also... Dark Pit hat eine Counter-Strat gegen die Side-B von Sephiroth. Sehr viel Damage mit der Up-B. Die setzt auf jeden Fall sehr gut ein. So. Sephiroth kann immer noch... Nope! Gerade wo ich sagen wollte, kann den Stock nicht halten. Das heißt, es ist wieder... Even was Stocks angeht, der One Wing war dann auch am Ende weg. Oh, das hätte sehr, sehr böse ausgehen können. Walter White. Auf jeden Fall sehr gefährlich an der Edge für Pit. Oder Dark Pit. Mit seiner Up-B. Scorpio macht das schon geschickt auch. Hat ihn jetzt gerade offstage. Mal sehen, ob er was... Ah, nee. Kann nichts draus machen. Das war... Die Situation ging sehr schnell nach hinten los. Und es ist jetzt wieder die Führung für, ich hätte beinahe Justin gesagt, aber Walter White. Ist witzig, weil wir einen Walter White im Turnier haben und einen Chemiebaukasten oder Chemiekasten heißt der, glaube ich, ja. Ich glaube, das ist nicht nur Zufall. Oh. Oh, okay. Walter White macht hier gerade langsam den Sack zu. Nochmal gut zurückgekommen von Scorpion. Mal gucken. Einen Stock holen kann er schon noch. Mal sehen. Haben wir auch Leute von NTL im Chat? Keine? Niemand von NTL? Hm? Ich schicke den Link jetzt noch einmal rum. Kann ja nicht sein. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Oh, und wir sehen, Scorpion holt nochmal den zweiten Stock. Vielleicht. Mit einer guten Combo. Oh. Oh, okay. Doch. Momentum. Momentum geht. Regelt gerade. Du musst da natürlich vorsichtig sein. Auch der Konter von Sephiroth ist sehr gefährlich. Aber ja, also so ein Max Rage Pit kann bestimmt auch
gut zurückkommen, wollte ich sagen. Aber Walter White hat da keinen Bock drauf. Cooler Winning Screen. Oh, weggedrückt. Na gut. Twitch.tv/LEZSH. Bam. So. Falls sie es noch nicht gemacht hat. Ja, da ist Getty schon. Sehr gut. Sehr schön. Ja, wie wir sehen, Walter White macht hier gerade nicht nur Blue Shit, sondern hat auch das 1-0 geholt gegen Scorpion. Mal gucken, ob er den Sack hier zumachen kann. Okay, bisher macht Scorpion das sehr gut. Oh! Immer ein bisschen zu risky dann. Also offstage. Klar, Dark Pit hat viele Sprünge und so. Aber man verliert halt schnell Stage Control dann, ne? Und. Oh! Und ein Fehler von Walter White. Ein bisschen verschätzt. Und damit sieht es in diesem Set, in diesem Game, anders aus. Aber hier, guter Damage. Ah. Konnte nicht die Conversion bekommen. Ich hätte Hustenbonbons mitnehmen sollen. Gerade viel zu nervig. Ja, Skeddy, ich hoffe, ihr hattet gestern noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es ist nicht zu spät geworden. Oh, und das killt. Okay. Stockausgleich hier von Walter White. Aber immer noch 50%. Ah, 50%. Oh. Lead. Kann sich jetzt aber ganz schnell ändern. Oh, okay. Ja, er macht das geschickt auf jeden Fall mit den Reflektoren. Er bekommt hier nicht wirklich so ein Opening. Also das ist so das Problem von Scorpion gerade. Er bekommt nicht wirklich ein Opening. Und um ein Opening zu bekommen, macht er Sachen, die nicht safe sind. Und dann wiederum kommt man eben in schlechte Situationen. Und die Electroshock. Alle Sliding Downtails, 2-Frame, if I remember correctly. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei Mega Man aussieht. Ich glaube, der ist relativ trash, aber ich schätze auch, der müsste eigentlich... Oh, oh. Und hier sehen wir zwei Moves mit Super Armor. Oder irgendeine Heavy Armor oder so. Ist jetzt gerade sehr wichtig für Scorpion, den Kill zu bekommen, einfach damit dieser One Wing, dieser Wing weg ist. Oh, die Backer trifft, aber Sour Spot. Sour Spot ist so viel schwächer bei Sephiroth. Da ist er. Da ist der Kill für Scorpion. Und wenn er jetzt eine Combo kriegt, wäre das sehr, sehr vorteilhaft für ihn. Hat es da gerade mit dem Downtilt schon gehabt, aber guter Tag von Walter White, um da rauszukommen. Und das könnte ein Combo-Starter sein. Ja, bisschen Damage hat er gemacht. Aber um den safen Sieg zu bekommen, muss das hier weitergehen. 62%, das sieht schon deutlich besser aus. Fast Max Rage Pit. Und das ging hier ganz schnell. Das ging hier ganz schnell. Haben noch bis halb drei gechillt. Sauber. Ja, gut, dass ich nicht noch mitgekommen bin. Dann wäre ich heute tot. Also wirklich. Ich bin so schon fast nicht hochgekommen, heute für NDZ. Das wurde ganz knapp später. Ja, gut, dass ich noch den Boss bekommen habe. Aber jetzt bin ich hier. Wir sind hier. Wir sind alle hier. Und wir haben ein volles Haus. Nein, haben wir nicht. Wir haben 16 Leute da. Aber davon einfach so viele gute. Wir haben auch das erste Mal seit den alten NDZs Robin GG endlich wieder hier. Von daher, der kann so das ganze Seeding komplett durcheinander bringen. Natürlich haben wir ihn hochgeseedet, aber
Wie genau er performen wird, keinen Plan. Da freue ich mich sehr drauf. Der wird sicherlich auch bald mal wieder on-stream spielen. Oh, wir sind DK. DK, Donkey Kong. Sauber. Also, man freut sich natürlich immer, einen DK zu sehen on-stream. DK ist halt einfach... Er macht Spaß. Es macht Spaß, ihn gewinnen zu sehen. Es macht Spaß, ihn verlieren zu sehen. Es werden Kombos gemacht. Es wird gekombot. Big Buddy Kombos. Immer ansehnlich. Also ich freue mich immer, wenn DK on Stream ist. Den Early Kill. Sehr schöner Up-B. Ja, dieses Monthly natürlich so vor Weihnachten ist immer ein bisschen schwierig. Und dann natürlich auch, das ist, oh, schöner Spike hier von Scorpion, der das hier zurückholt. DK aber direkt wieder aggressiv. Dass halt dieses Monthly diesmal am Sonntag stattfinden musste. Er konnten natürlich viele nicht. Also, da das in Kiel stattfindet, fahren Leute, pilgern hier schon fast hin, teilweise. Es kommen Leute aus, was, Sylt? Also Ian und Dafung kommen auf jeden Fall immer von weit her. Auch die Flensburger. Also das ist schon nicht ohne. Und das geht natürlich nicht, wenn man am Sonntag irgendwie um 18.30 Uhr ist das Turnier dann vorbei. Beziehungsweise um 18 Uhr heute. Und es ist dann immer natürlich schwierig, wieder zurückzukommen, wenn man der Deutschen Bahn nicht unbedingt vertrauen kann. Und nächster Stock geht an DK. Jetzt brauchen wir hier gute Kombos von Scorpion, damit er das noch holen kann. Geseedet ist, dass Walter White weiterkommt. Aber mal schauen. Ja, auf jeden Fall weitester Weg war von Queen of Wag aus Bayern. Wir hatten hier auch mal jemanden aus Österreich, glaube ich. Aber das war... Ja, ich muss auf jeden Fall trinken, viel Wasser trinken heute. Gönne ich mir dann nach dem Set eine kurze Pause und werde mir dann auch erstmal eine Flasche Wasser gönnen. Oh, und da wird in die Hände geklatscht und da klatscht ein Dark Pit in die Blast Zone. Und damit 2-1 für Walter White. Spannendes Set. Shoutouts übrigens von Queen of Wag. Gesagt, ich soll...